Heute können wir uns endlich den geheimen Skin Ehrenjäger verdienen. Eigentlich war ja vorgesehen, dass das am Samstag kommt, aber ich dachte mir schon, dass nach dem Patch die Möglichkeit besteht, dass wir den jetzt schon freischalten können. Um den freizuschalten, müssen wir wirklich alle 8 Aufgaben erledigen dafür. Was haben wir denn? Besuche Wachtürme. Da gibt es überall Türme. Da. Ja, das sind die Wachtürme. Das Citadel zum Beispiel. Durchsuche Aufklärungskisten. Das sind irgendwelche neuen Kisten, die sind überall auf der Map verstreut. Die können überall auftauchen anscheinend. Davon 3 Stück durchsuchen. Dann finde Ehren oder finde Jägers Familienkeller in Anvil Square. Hier irgendwo muss der sein. Na, ich denke mal, das Minimum müsste der irgendwo hier in dem Schloss sein, Minimum. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt irgendwo hier ist. Oder es sei denn, er ist hier, wo auch letzte Season hier so eine Art Keller war. Kann auch sein. Dann füge Gegner Schaden zu, während du in der Luft bist. Da wird dieser 3D-Manöverapparat, glaube ich, viel benötigt. Das neues Hilfsmittel, das. Ich sag mal so, es ist ein bisschen wie dieses Spider-Man-Netzteil oder dieser Fanghaken, den man kennt. Kann sich an Gegenstände festhalten und dadurch die Luft sausen mit. Ich denke mal, damit muss man durch die Luft sausen und Schaden machen. Oder allgemein in der Luft sein. Weiß gar nicht, ich glaube. Oder man kann auch natürlich, was man machen kann, springen und dann irgendwie versucht zu schießen. Hier schwinge dich mit einem 3D-Manöverapparat nacheinander von 3 verschiedenen Bäumen. Das sollte, glaube ich, kein Problem sein. Triff den Nacken verschiedener Titanziele bei Angriffen mit dem 3D-Manöverapparat. Ich glaube, das sind irgendwelche Aussteller, Pappkartons. Oder sowas. Das muss man mit dem 3D-Manöver machen. Wäre aber schon heftig, wenn jetzt ein Titan irgendwo auf der Map erscheint. Aber davon wurde nichts in den Patch Notes erwähnt, also glaube ich eher nicht. Jetzt haben wir noch: Triff Gegner mit 3D-Manöver, Apparatangriffen oder dem Donnerspeer. Der Donnerspeer ist auch drinnen. Ist auch eine Waffe. Und hier zerstöre Gebäude mit dem Donnerspeer. Ja, gut. Dadurch wird Ehrenjäger freigeschaltet. Ist da nicht auch noch eine zweite Seite? Nein, anscheinend nicht. Nein, er hat keine zweite Seite. Ich hätte gedacht, vielleicht noch eine zweite Seite, aber nein. Ja, geht eigentlich klar. Weiß nicht, ob man das Ganze auch in Gruppenkeile machen kann. Denke ich mal, zwar schon, aber naja, gut. Kann man machen, ne? Auf jeden Fall okay, dass man, was man hier so bekommt, ne? Titansch, also diese Titan-Pickaxe. Da muss man aber auch dieses Manöver-Ding haben. Ja.